Das weltgrößte Biathlon-Spektakel ist wieder da. Also bis zum Schluss war es wirklich eine Ehre, wieder gegen den Ole mal zu laufen. Und ich ziehe wirklich den Hut, wie der sich heute präsentiert hat, vor allem am Schießen. Ich glaube, das war nicht nur für ihn jetzt ein emotionaler Moment, auch vor allem vor der Kulisse aufzuhören. Ich glaube, auch für alle Athleten war es nochmal schön, gegen ihn ein Rennen zu machen. Was er auch wirklich für den Biathlon-Sport geleistet hat, ist einfach einzigartig. Und die Kulisse auf Schalke ist wirklich atemberaubend. Und deshalb, glaube ich, nochmal wird es ein gebührender Abschluss. Das ist Sport pur. Das gibt's nur in einer Biathlon-Familie, dass ein Benedikt Doll erst sich ankämpft, überholt und dann den Hut vor dem besten, dem weltbesten Biathleten überhaupt zieht und ihn da gemeinsam mit über die Ziellinie lebt. Unglaublich, fantastisch. Eine Veranstaltung, was ich noch nie wird vergessen. Das war einmalig und was er hier für uns gemacht hat, das ist nur ein Traum, was in der Erfüllung gegangen ist. Tickets sichern unter biathlon-aufschalke.de.